Zusammen mit der SPD und der Evangelischen Kirche organisieren wir seit Jahren diese Veranstaltung. Wir freuen uns besonders, dass auch in diesem Jahr wieder so viele engagierte Menschen diese Veranstaltung mit uns gemeinsam verbringen wollen. Wir sind hier gegen das Vergessen und zum Gedenken an die Millionen Todesopfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Liebe Anwesende, Krieg ist kein politisches Mittel. Krieg ist politisch angeordneter Massenmord. Heute gedenken wir den 91 Kleinkindern und Säuglingen, die 1944 in Velpke zu Tode kamen. Sarah Frenkel beschreibt in ihrer Erzählung die Zustände. Da lagen die Kinderchen im Dreck und in den Zimmern stank es nach Urin und Kot. Überall waren Läuse und Wanzen, das Essen war schlecht und es gab nicht genug Wasser. Die Kinder starben dort alle weg. Kinder, die ihren Müttern weggenommen wurden und ihren Vätern natürlich auch. Kinder, die nicht ihr Leben leben durften, deren Knospe verkümmert war, ehe sie überhaupt nur blühen konnte. Wir haben Rosen mitgebracht als Zeichen unseres Gedenkens für jeden derzeitigen Konfirmanden, für jede derzeitige Konfirmandin. Wir werden diese Kinder nicht vergessen und jedes Mal, wenn wir über diesen Friedhof gehen und jedes Mal, wenn wir Muttertag feiern, sind diese Kinder, diese Mütter und Väter in unserem Gedächtnis und in unserem Herzen.